Willkommen zurück. Und nun, verehrte Zuschauer. Entschuldigung. Ja? Dürfen wir Sie kurz für bestialische medizinische Experimente missbrauchen? Ja klar, gerne. Viel Spaß bei Freitagnacht-News Mystery Spezial mit Ruth Moschner. Hallo bei Freitagnacht-News Spezial, heute mit dem geheimnisvollen Thema Mystery. Na bitte, warum nicht gleich so? Wir sind umgeben von seltsamen, unerklärlichen Phänomenen und extraterrestrischen Verschwörungen. Ich zum Beispiel habe manchmal das Gefühl, beobachtet zu werden. Kennen Sie bestimmt auch. Andere können mit ihren Zähnen Radioprogramme empfangen. Wieder andere schlafen nur auf Alufolie. Denn es gibt wirklich überall Dinge, die wir nicht begreifen. Unerklärliches, Unaussprechliches wie Kornkreise, Dieter Bohlen oder Rasurbrand. Es ist an der Zeit, ein Bier zu brauen. Entschuldigung, falsche Baustelle. Es ist an der Zeit, Licht in das Dunkel zu bringen. Denn tief in uns wissen wir doch alle, genau in diesem Augenblick wird ein Freitag-Nacht-News-Moderator von einem Außerirdischen rektal untersucht. Rätselhafte Mysterien unserer Welt, ein garantiert wahrer, nicht erfundener Tatsachenbericht von Elvis Aaron Presley. Wir alle wissen, die Mondlandung war eine PR-Erfindung der NASA und der Werbeagentur Scholz & Friends. Adolf Hitler lebt mit Marilyn Monroe in diesem UFO-Hangar am Nordpol. Und im mexikanischen Feuertopf von Aldi sind gar keine Bohnen drin. Soweit so bekannt. Aber wussten Sie, dass der Mord an John F. Kennedy gar kein Mord war, sondern ein Jagdunfall? Mist. Das tut mir alles so leid. Ich hab geschossen und Kennedy war tot. Ein ganz blöder Querschläger war das. Ein weiteres Mysterium unserer Tage. Woher stammen die rätselhaften Kornkreise wie dieser hier in Zwickau? Na ganz einfach. Sie werden von Hans-Peter Goitze, Außerirdischer von Riegel 7, mit dem Rasenmäher gemacht. Was dachten Sie denn, wo die herkommen? Dann gibt es da noch die Legende, Elvis ist ein alkoholkranker, drogensüchtiger, waffennah und tot. Doch ein Interview mit dem King, aufgenommen letzte Woche, beweist, alles Lüge. Ich nehme keine Drogen, keine Waffen und ich trinke nicht und rauche nicht. Guten Abend, liebe Zuschauer. Jetzt, wo wir Ihnen alle Geheimnisse verraten haben, wird sich Ihr Sofa in 10 Sekunden selbst zerstören. Schönen Abend noch. Zerstören sich Sofas wirklich von selbst oder nur die von IKEA? Oder haben wir uns das alles nur ausgedacht? Wir werden es nie erfahren. Entschuldigung? Ja? Wir haben mit Ihrem Kollegen bestialische Experimente durchgeführt. Würden Sie sich bitte mit ihm paaren? Mit Henry? Im Leben nicht. Vielleicht mit mir? Nein. Versuch was wert. Aliens. Immer dieselben blöden Sprüche. Kennst du einen, kennst du alle. Zurück zum Thema. Wissen Sie, was das hier ist? Das ist ein Stück eines Kometen. Des Kometen, der 1960 in Stanton, Arizona vom Himmel fiel. Verarscht. Das ist ein ganz normaler Kieselstein. Das hier ist ein Stück des Kometen, der 1960 in Stanton, Arizona vom Himmel fiel. Danach war nichts mehr, wie es vorher war. Das Vermächtnis des Kometen, ein Bericht von Meteor Marit und Horkon Solo. Am Dienstag, dem 26.03.1960, ereignete sich Folgendes. Um 22 Uhr Ortszeit stürzte ein Asteroid aus dem äußeren Ring des Saturns auf das abgelegene Stanton, Arizona. Seitdem ist in der Kleinstadt nichts mehr, wie es mal war. Der Komet brachte einen tödlichen Virus auf die Erde. Doch das konnten Bootsverleiher Bob und seine Frau nicht ahnen, als sie ihn am nächsten Morgen entdeckten. Schnell ging der Virus von Bob und seiner Frau Martha auf die Tiere im Dorf über, die sich seitdem sehr seltsam verhielten. Nach einem Jahr voll bizarrer Mutationen fingen die Tiere an zu sprechen.
Ey, lass mich in Ruhe, du Penner, du weißt doch, dass ich sowas hasse. Hör auf damit, du Penner, mach Maut. Sie wurden anderen Artgenossen gegenüber aggressiv. Gib dir Pelz, gib dir Pelz, gib dir Pelz. Und dann auch noch den Menschen gegenüber. Gib die Hose, gib die Hose, gib die Hose, gib die Hose. 3 Jahre nachdem Bootsverleiher Bob den extraterrestrischen Virus verbreitet hat, wurden die Tiere den Menschen immer ähnlicher. Bis sie sie schließlich vollkommen verdrängt hatten. Seitdem ist es unheimlich geworden in Stanton, Arizona. Und auch vom Bootsverleiher Bob fehlt seit Wochen jede Spur. Armer Bootsverleiher Bob. Was ist aus ihm geworden? Landete er als Delikatesse in einem französischen Restaurant? Wir werden es nie erfahren. Und wenn, dann werde ich es Ihnen nicht erzählen. Denn bei Mystery gibt es keine Antworten. Die Antwort ist nämlich irgendwo da draußen. Und ich bin hier drin. Was gibt das denn, wenn's fertig ist? Werbung. Da hat er wohl recht. Nächste Woche präsentiere ich Ihnen folgende Themen. Gute Laune, Mozart hatte beim Komponieren einen Heidenspaß. Fortschritt, Neandertaler reibt sich mit Evolution ein. Umschulung, Außerirdischer steigt in die IT-Branche ein. Und Vergewaltigung, Nilpferd vögelt sich einen Wolf. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.